Und weil wir Scovastev so sehr lieben, gibt es hier nochmal ein Special von ihm für euch. Ach, wie heißt du, Junge? Für einen guten Groll muss ich deinen Namen wissen. Ich bin Kerl. Das ist BD1. Meine kleine alte Mama hat mich Scovastev genannt. Ich bin Scuba der Fischer. In Pailoons Saloon gibt's einen Fischtank, der etwas Aufmerksamkeit vertragen könnte. Pailoons Saloon? Dieses Wasserloch voller Landratten unten im Tal? Gut, gut. Vergiss meine Frage. Ach gut, überredet. Ich mach's. Wir treffen uns im Saloon und ich sehe mir diesen sogenannten Tank mal an. Du konntest dich also nicht fernhalten. Niemand vergisst die Meeresgischt, dem sie einmal den Gaumen vernebelt hat. Definitiv nicht. Du siehst aus wie ein Fischer, Junge. Und zu deinem Glück sitzen wir genau über dem Bau eines Seefischs. Ein Seefisch, ja? Stimmt, ein unmöglicher Fang. Kein Fischer mit klarem Verstand stellt einem so mühseligen Gegner nach. Kein Fischer, außer Scovastev. Siehst du das, Junge? Das war ziemlich beeindruckend. Du hältst mich immer noch für einen Amateur? Nein, ich glaube Nun, dir. Dann habe ich keine Wahl und muss dir meine düsterste Geschichte erzählen. Bleib einen Moment, dann erzähle ich dir was über den alten Scovastev. Willst du jetzt die Ohren aufsperren und dir die Geschichte von Scuba anhören? Wenn du Geschichten erzählst, hören wir zu. Dann bist du ein Narr, Junge. Meine Geschichte bringt dir nichts außer Gram und Kummer. Okay, also, keine Geschichten erzählst, werden wir... Na schön. Ich erzähle sie dir, weil du darauf bestehst und auf deine eigene Gefahr. Meine Geschichte beginnt in einem kleinen Dorf an einem eisigen Ufer von Sakavita, meiner Heimatwelt. Nächte schwarz wie Quellfischinnereien, Winter so kalt, dass ein ernster Blick dich in Glas verwandelt. Wohl nicht der einfachste Ort, um aufzuwachsen. Schwierig. Ei, vom Zeitpunkt, als einem die Muttermilch auf der Zunge einfriert, bis zum Moment, wo du im gefrorenen Gewässer untergehst. Weißt du, die Fische, die hatten es dort schön. Sie hausten tief unter dem Eis, wo warme Strömungen tanzten, wie Fähnchen im Wind. Eine so seltene Beute zu angeln ist, wegen der großen Fischknappheit, kein leichtes Unterfangen. Aber trotz meiner jetzigen Bauchschmerzen war es ein friedliches Leben für einen kleinen Sakavianer mit einem Talent für die Angelrute. Du hast dein Talent also früh entdeckt? Ich hatte so viel Talent, dass kaum die ersten mickrigen Haare auf meinem Kinn sprossen, als ich bereits eine Audienz erhielt. Bei Undan. Wo waren wir? Ach ja, wegen meines enormen Angeltalents wurde ich zu der geheimnisvollen Undan geführt. Ich sehe es noch vor mir. Der kleine Scuba wird in die schwarzmäulige Höhle geschoben. Da war eine kaum zu erkennende Gestalt, die im Mondlicht glitzerte. Ich schrubbte mir die Augen, wie ein alter Matrose das Deck. Und da war sie. Eine enorme Kreatur. Große Tentakel ragten aus ihrem Speck, wie Kabel aus einem Treibstofftank. Ein Tentakel zuckte in die Luft, knapp über meinem Kopf und zack! Genau auf den Schädel, wurde mir erzählt. Ich stolperte aus der Höhle wie eine Landratte beim ersten Besuch auf Deck. Aber noch etwas passierte. Ich glaube, als der Tentakel mich traf, hat Undan etwas direkt aus meinem Gehirn genommen und etwas anderes hineingesteckt. Sie hat etwas in dein Gehirn gesteckt? Ei, Junge, die große Kunst des Fischfangs, die Kunst der Konzentration.
und in der Dunkelheit. Mit allein den Borsten auf deinem Kinn als Gesellschaft ist diese Konzentration sehr wichtig. Von diesem Tag an, jedes Mal, wenn ich die Angel ins eisige Wasser warf, fing ich immer einen Fisch. 3 von 7 Mal. Das ist weniger als die Hälfte. Mein Dorf sagte, ich werde alle vor der großen Fischknappheit retten. Ich ahnte ja nicht, dass schon bald die Grapnel an unserer Küste anlegen würde. Ich nehme an, das ist was Schlechtes. Vielleicht, Junge. Vielleicht auch nicht. Die Geschichte geht weiter. Bei unserem letzten Gespräch warnte ich vor der Ankunft der Grapnel. Dieses große Schiff kam auf uns herab, wie ein Anker in die Tiefe. Ein furchterregenderes Schiff hast du noch nie gesehen. Es war spitz wie ein... Wie ein Fisch. Wie die Nase eines knochigen Fischs. Es hatte 3 riesige Klauen. Ja, genau. Das Fahrwerk. Aber dann öffneten sich die gewaltigen Kiefer. Ei, die Laderampe! Sei jetzt still und lass Scuba erzählen! Ach, die gewaltigen Kiefer öffneten sich und erbrachen die schreckliche Crew. Üblere Fischer hast du noch nie gesehen. Angeführt von dem Übelsten von allen, Captain Vanyek Vett. Der bärtige Besaliskbelte, er werde in unseren Gewässern fischen. Sie waren Trophäenjäger und auf die seltensten Fänge aus. Wir Sakavianer weigerten uns. Schließlich hatten wir die große Knappheit. Jeder Fisch war wertvoll, aber dem wilden Captain waren unsere Nöte egal. Mit einem Rülpsen zog er aus seiner Reuse eine gewaltige Harpune. Warte, schrie der kleine Scuba und hüpfte von seinem Stein. Ich kenne diese Gewässer wie den Geschmack meiner eigenen Zunge. Unter dem Eis sind kaum Fische. Aber, fuhr ich fort, wenn ihr mich mitnehmt und mein Dorf in Frieden lasst, zeige ich euch, wie ihr die seltensten Fische an euren Haken bekommt. Der schreckliche Kapitän strich sich durch seinen brackigen Bart. Nach einer langen Pause streckte er mir seine Hand entgegen und grinste fürchterlich. Junge, sagte er, du hast Glück. Ich brauche jemanden für meine Crew, der sich auf dem Meer auskennt. Oh, Kell, könnte ich nur zurückkehren zu dem Moment, als ich Captain Wetts furchtige Hand ergriff. Wäre ich nur nie von meinem Stein gestiegen. Aber meine Begegnung mit Undern hatte mir einen Hang zum Unbekannten beschert. Ich konnte dem Ruf des Abenteuers nicht widerstehen und ich musste meine Leute retten. Also legte ich mit der Grapnel ab und dachte an meine Aufgabe. Ich würde ein Fischer für Captain Wett sein. Natürlich hatte mein Abenteuer erst begonnen, denn kaum trat die Grapnel in den Orbit ein. Mehr Ärger nehme ich an? Ich soll also von meiner Zeit auf der Grapnel erzählen, mit der Crew des schrecklichen Captain Vanyek Vett. Lass mal hören. Ei, es begann mit einem Paukenschlag. Als die Grapnel in den Orbit eintrat, begannen die Alarmsirenen zu singen. Ein Kasernenschiff voller Gesetzestreuer schwamm aus den Sternen und rief uns an. Was hat das zu bedeuten, grollte unser Captain. Wir sind einfache Fischer. Eure Transponder-Codes sagen etwas anderes. Kam es zurück, ihr steht auf gestohlenem Besitz. Stimmt, ihr habt uns erwischt, sagte der Captain. Kommt an Bord, dann liefere ich alles Diebesgut ab. Doch kaum hatten die Landratten einen Fuß an Bord der Grapnel gesetzt, als zack! Die Harpune des Captains durchbohrte sie wie einen Quellfisch am Grill. Das kannst du mit Angel und Schnur nicht, was? Sagte der Captain zu mir und grinste auf seine üble Art. Leider habe ich an jenem schwarzen Tag die Harpune zu meiner Waffe gemacht. Über Jahre warf ich keinen gefangenen Fisch mehr zurück ins Meer. Das heißt, bis... Gegen den Protest meines Herzens tauschte ich Angel und Schnur gegen die Harpune. Über Jahre spießten
töteten wir im Outer Rim jeden Fisch auf, der unseren Weg kreuzte. Dank meines Talents erlegte ich mehr Fische als die restliche Crew zusammen. Ich war dumm und hatte nicht die Weisheit, mich zu schämen. Der schreckliche Captain Van Jekwet bemerkte das. Er beförderte mich, gab mir die besten Fänge. Und kaum ein Jahr, nachdem ich das Kapital verlassen hatte, wurde ich sein erster Steuermann. Kurz nach meiner Beförderung waren wir unterwegs nach Manan, um den Kadaver eines Coverfischs zu verkaufen. Und plötzlich, wir verließen den Hyperraum und die große Wasserwelt kam in Sicht. Und sie auch. Die prächtigste Kreatur, die ich je gesehen hatte. Ein Wal von wundersamer Größe. Und er schwamm durch den Orbit von Manan, als wäre er nur eine östliche Strömung zurück nach Hause. Ich war wie versteinert. Im Ernst? Wie nah warst du dran? Witzig, dass du fragst. Ich konnte ihn gar nicht lange betrachten. Da kollidierten wir auch schon frontal mit ihm. Die Grapnel prallte ab wie ein Stück Strandgut. Wir stürzten hinunter in den Ozean, wo die Grapnel auf dem Meeresboden zerbrach. Wo sich eine Piratenbande der Quarren versteckte. Die fiesen Zephire. Wir schwammen auf dem kaputten Rumpf und waren plötzlich von Quarren umstellt, die alles Mögliche verlangten, einschließlich unserer erbeuteten Fische. Also schwammen wir davon. Captain Wett, die Crew und ich. Aber in dieser Tiefe waren wir blind und gelangten bald in eine Sackgasse. Erneut umstellt von Quarren. Hey, Scuva, was ist mit den Piraten passiert? Da waren sie also. Vier Quarren, mit Speeren bewaffnet. Und jeder wollte aus meinem kleinen, weichen Kopf einen Kaminschmuck machen. Ich blickte zu meinem Captain. Und der starrte zurück und fädelte mit den Armen wie ein Kofferfisch in der Brunft. In Richtung der Harpune in meiner Hand. Für einen schwarzen Augenblick wollte ich diese Piratenquarren mit meiner Harpune gegen die Felsen nageln. Aber etwas hielt mich davon ab, den Auslöser zu betätigen. Vielleicht war es das Funkeln, das meinen Blick ablenkte. Das Funkeln eines vorbeischwimmenden Glumbrigals. Was würden diese Piraten von einer ganzen Schule funkelnder Glumbrigale halten, dachte ich. Also öffnete ich meinen Mund und ließ den Brunftschrei des Aals erklingen. Du sprichst Aalisch? Ei, aber mein Mikro war ausgeschaltet. Nur der kleine Scoover hörte den Ruf. Aber mein irrer Gesichtsausdruck erschreckte die Quarren und sie ließen ihre Blaster fallen. Bis sie wieder bei Sinnen waren, schwammen wir bereits davon, so schnell unsere Flossen es erlaubten. Erst später, als wir an Bord des Schoners der Zephire flohen, erkannte ich, wie nah die wirkliche Gefahr war. Wo waren wir? Ah, ja. Der monströse Captain Wett, seine Crew und ich flohen an Bord des Piratenschoners der fiesen Zephire. Schneller als der Morgentau wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Vanjek sah mir nicht in die Augen. Oh, und ein furchtbarer Gestank drang aus seinem räudigen Bart. Ein überaus schlechtes Omen. Vanjek übernahm das Steuer. Wir lösten die Landeklauen, flogen in den Weltraum und brachten einige Lebensalter zwischen uns und die Piraten. Wir befanden uns weit ab der Perimianischen Handelsstraße. Nachdem der Captain seine Hand vom Steuer nahm, legte er sie auf seine Harpune und warf mir einen Blick zu, wie eine halb verhungerte Tuka-Katze, die Speck anvisiert. Scuva, brummte der abscheuliche Captain, du bist weich geworden wie ein Austernnabel. Wenn ich dir nicht zutrauen kann, dass du einen Quarren erledigst, wenn du einen Blaster im Mund hast, wie kann ich dich dann den großen Gobberfisch aufspießen lassen? Ei, mein Zögern am Auslöser war mein Untergang. Trotz meines bittersten Flehens steckte der Captain den kleinen Scuba in eine Rettungskapsel. Das Letzte, was ich sah, war sein übles Lächeln, hinterhältig wie das Rückgrat eines Buchtanglers. Und so fand meine Zeit an Bord der Grapnel
gesalzenes Ende. Ich saß allein in einer Kapsel im Weltraum und hatte nur einen Tank mit altem Kabeljau und sinnlosem Müll. Also, Scuba, zurück zu deiner Geschichte. Du wurdest im Weltraum von Captain Wet ausgesetzt? Ei, Junge. Da saß ich mit knurrendem Magen und starrte hinaus in die Leere. Und vom Bullauge blickte mich mein Spiegelbild an. Waren es Stunden, Jahre? Ach, beides würde mich nicht wundern. Aber eines weiß ich noch. Nach unbestimmter Zeit tauchte sie auf. Wie ein Bugspriet durch einen Wellenkamm. Der große Weltraumwal, immer noch mit dem Abdruck der Grapnel an der Seite, tauchte aus einer geteilten Leere auf. Ei, das treibt mir heute noch das Salz in die Augen. Seine speckigen Wellenbewegungen schleuderten meine Kapsel durch die Sterne wie ein Skiff mit Gänseflügeln. Die Sterne kreisten umher wie 100.000 Fische, bis ich plötzlich unter mir einen Planeten sah. Dort stürzte meine Kapsel ab und ich wurde von freundlichen Einheimischen gerettet. Ich war von dieser wunderbaren Kreatur aus den Tiefen des Weltraums gerettet worden. Ich habe nach ihr gesucht, aber ohne Ergebnis. Sie entzog sich mir jahrelang, bis ich mein Bündel schnürte und nach Sakavitar heimkehrte. Die meisten glaubten nicht, was ich gesehen hatte. Angeblich alles nur die letzten Zuckungen eines verhungernden Gehirns. Aber ich weiß, was ich gesehen habe, Junge. Ich weiß, was ich gesehen habe. Natürlich war zu Hause nichts mehr so wie in meiner Erinnerung. Aber also, nach jahrelanger Suche nach dem großen Wal, kehrte ich zurück an die eisigen Ufer von Sakavitar, wo meine Geschichte begonnen hatte. Und diese Welt, auf der ich geboren und aufgewachsen war, kam meinen verhärmten Augen vor wie ein Mond, so klein. Ich schleppte mich zu Undans Höhle, aber sie war leer und kälter als in meiner Erinnerung. Weißt du, Junge, manchmal bringt die Wahrheit Frieden und manchmal Trauer. Der Fisch ist nie das, was du erwartest, wenn er anbeißt. Ich verließ mühsam die Höhle und ging zurück in mein Dorf. Und was ich als nächstes entdeckte, jagte ein Rundholz durch meinen dreifach eingelegten Bauch. Alle meine Verwandten, alt und jung, dahingerafft von Hunger und Kälte. Denn niemand anderer als Captain Vanjek Vet hatte in ihren Gewässern gefischt. Und die wenigen verbliebenen Fische aufgespießt und weggebracht. Und so kam es, dass ich erneut auf der Suche nach dem schrecklichen Captain und seiner Crew war. Nicht um Gerechtigkeit zu üben, ich wollte meine Heimat befreien. Ei, unsere Geschichte nähert sich ihrem Ende. Ich hatte herausgefunden, dass Captain Vet die Meere meiner Heimat nach exotischen Fischen absuchte. Und dabei die Alten aushungerte, die mich aus einem Eigelb großgezogen hatten. Ich habe viele Monate nach ihnen gesucht. Schließlich fand ich sie an den salzigen Ufern des dritten Mondes von Antin. Dort verfolgte ich meinen Feind bis zum Garachusgraben, einem Riss direkt durch das Herz des Mondes. Im dunklen Salzwasser stieß ich dann auf sie. Vanjek Vet und seine üble Crew, umgeben von Glumbrig-Aalen, die sie mit Harpunen jagten. Captain, rief ich, du hast dein Versprechen gebrochen, nie im Meer von Sakavitar zu fischen. Und ich sagte, dein Kommando ist verwirrt, wenn du meinen Heimatgewässern nicht abschwörst. Ah, ich vergesse nie sein Schnauben, als er sich langsam wie ein gefrorenes Riff zu mir umdrehte. Immerhin hatte er jahrelang geglaubt, ich sei tot. Und deshalb, brummte er, wirft man Fische nicht zurück ins Meer. Bevor ich meine Flossen schütteln konnte, schoss die Spitze seiner Harpune durch die Tiefe und der Haken drang in meine Brust. Meine Säfte färbten das Wasser und als mein Blick langsam erstarb, sah ich Vanjek grinsend wie ein Raubfisch. Das ist schrecklich, Scuba. Wie gesagt, Junge, meine Geschichte ist düster.
Da war ich nun. Tief im Garachusgraben, Vanyexapun im Wanst. Und das Licht vor meinen Augen verblasste zusehends. Der schreckliche Captain zwirbelte seinen Schnurrbart von den Zähnen und grinste überaus garstig. Als ich plötzlich sah, wie die Glumbrig-Aale davoneilten, sie nutzten meine Ablenkung, um zu fliehen. Da hatte ich eine Idee. Mir fiel der große Brunftschrei der Aale ein. Meine letzte Hoffnung. Ich atmete noch einmal tief ein und ließ den schrillen Ruf erklingen. Was ist passiert? Das will ich dir sagen, Junge. Die Aale schwärmten wie ein elektrischer Sturm heran. Die üble Crew zerstob und Vanyek, der verdammte Vanyek, der schreckliche Captain, wurde gekocht wie ein Quellfisch am Abend. Die Aale zogen ihn in die Tiefe und aus meinen Ohren entwich das Bewusstsein. Dunkelheit überkam mich. Als ich von meinem letzten Duell mit Vanyek erwachte, lag ich auf dem Deck eines Fischerboots. Anscheinend war mein durchbohrter Körper an die Oberfläche getrieben und von einer einheimischen Fischerin gefangen worden. Was ist mit Captain Watt? Hat er überlebt? Falls dieser Sack aus gegrilltem Schleim immer noch die Galaxis heimsucht, so habe ich jedenfalls von ihm oder seiner Crew nie wieder etwas gehört. Aber ich wollte weder Fisch noch Fischer harpunieren. Ich wollte die Harpune nicht mit schrecklichen Captains oder tödlichen Fischen kreuzen. In all dem Durcheinander hatte ich, nun, den Blick auf mich selbst verloren. Die Fischerin, die mich gefangen hatte, kannte eine Welt in der Nähe mit einer großen Vielfalt an Fischen. Kobo. Also ging ich nach Kobo. Und seitdem weiß ich, warum ich so gerne fische. Warum? Weil ich Fische mag, Kerl. Ich mag glänzende Fische. Ich mag große und kleine Fische. Ich mag Fische, die schielen und Fische, die geradeaus schauen. Ich mag sogar Fische, die gar keine Augen haben. Und ich mag die Gesichter von Landratten wie dir, wenn sie erkennen, wie viele verschiedene Fische es in dieser Galaxis gibt. Ach. Und das ist meine Geschichte, Kerl. Vielleicht nicht ganz so düster wie angekündigt. Du hast viel durchgemacht. Zum Glück geht's dir gut, Scuffer. Oh, ich danke dir, Junge. Danke dir. Du hast mir viel Stoff zum Nachdenken gegeben. Ei, Junge. Geh nur und sinniere. Aber lass nicht Jahre den Fluss hinunterlaufen. Es gibt immer, immer einen anderen Fisch. Really?